Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu MicroRuther TV zu einer weiteren Folge von Satisfactory zusammen mit dem Benny Hey. und dem Jade. Moin. So, und ich verarbeite jetzt weiter die Eisenerz. Während du versuchst, den Fehler in deinem ganzen Netz zu finden. Habe ich schon und jetzt läuft und ich werde gleich einen Stromausfall. Meinst du? B. Da brauchen wir 9. Ne, irgendwie immer noch nicht. Irgendein Kabel ist draußen, was nicht draußen sein dürfte. Das ist die gute Frage, ne? Was jetzt nicht läuft. So. Also hier oben Also. läuft schon mal alles So, die gut. Manufaktoren laufen auf keinen Ach so, ich Fall. weiß, warum es nicht Die funktioniert. Manufaktoren haben keine Energie. Warum? Warte, wer hat keine Energie? Die Manufaktoren. No Meiner power. hat keine Energie. Zeig her. Also oben, die haben Energie und es wird Nee, wenig ich meine die Strom. Manufaktoren, nicht die Miner. So, ja, Also warte. in der Halle 2 bitte. Null Energie da. Der Miner hier hat auch keine Energie. Ja, ich hoffe, jetzt das Kabel irgendwo glänzt. Irgendwo habe ich vermutlich einfach eins an was Falsches angeschlossen. Der hier ist gar nicht angeschlossen. Ja, hab's gefunden. So, der nach da. Jetzt läuft's. Ja, der eine meiner läuft auch noch nicht. Ja, der eine meiner ist nicht angeschlossen. Ja, ich weiß. Der andere läuft auch noch nicht. Oh, das tut gut. Der meine da hinten auch noch keinen Strom. Heiko? Was ist? Auch ein? Hui, sag mal. Wie viel Schwert Ja. er hat. Ja, geh mal her. Hä? Hier liegt's doch. Kannst mal Jetzt sollten ausprobieren. sie aber. Ja, jetzt bringt's grün. Wow, nein, ich bau ab. Nein. Oh. Wow. Oh nein. Was Nein. ist? Nicht mal Schwert. Ich hab das Schwert auf den Boden gelegt. Erstellt nicht so ganz so geil ist. Nein. Wir haben nicht die Macht dazu. Sagst du? Es ist im Stein. Das ist schon. Also diese Folge fängt ja so an. Ja. Gut, ich mache da mal ein neues. Wir sehen uns in 3 Folgen wieder. Gut. Die Biomassebrenner hast du absichtlich nicht angeschlossen? Was? Die Biomassebrenner ist absichtlich nicht angeschlossen? Ja. Läuft Ja, ja. okay. Ich mach mal für jeden von uns ein. Also mit Übertaktung läuft der hier eigentlich ganz super. Auf dem schnelleren Förderband. So, aber ich kann mal eben kurz hier was essen. Weil meine. Habe ich nicht noch mehr, ja. Aber es Also. funktioniert. Die Manufaktoren haben auch beide Strom. Ja, alles hat Strom. Ja, es ist bloß die Frage, wann die Sicherung rausfliegt. Dies läuft jetzt schon die ganze Zeit, das heißt, es fliegt nicht raus. Ja, aber es stehen hier auch drei Geräte. Warte. Es stehen zwei Manufaktoren. Nee, ein Manufaktor steht und ein Konstruktor. In Notfall, wir haben oben schon mal zwei Biostrom-Notfallgeneratoren. Okay. Die sind in einem extra Raum. Wir müssen jetzt gucken, dass wir mehr verstärkte Eisenplatten bekommen, damit wir unsere Eisenproduktion bis nach oben hin mit den hier mit den besseren machen können. Was brauchen wir eigentlich für verbesserten Schrauben und Platten, ne? Genau. 4 Platten, 24 Schrauben. Also an sich müsste man eigentlich die Schrauben verschnellern. Die nee, Schrauben haben wir genug. Hier fehlt der Input bei beiden. Was fehlt denn hier am Input?
irgendwas passt noch nicht, weil ich oben umgestellt habe. Bei unserem hier, bei unserer Rotorenproduktion fehlt der Input. Ja, einmal die Schrauben, die eigentlich ankommen sollten, und die Rohre. Ed, übrigens, du kannst deine Mini-Armee wieder abbauen. Ja. Was ich nicht machen werde, das verstopft nur mein Inventar. Ja, da bin ich gerade. Wow. Okay, jetzt läuft das Ding auch. Dann kommt alles an. Aber warum laufen die Roboter immer noch so langsam? Ich habe da extra schon verbessert. Der läuft ja schon mit 2. Und ich glaube mal nach oben. Irgendwas scheint noch nicht zu passen, so wie ich es haben möchte. Was passt mir hier noch nicht? Also die kommen in einem gewissen Takt raus, weil... Gut, da kommt genug rein. Das Ding ist sogar übertaktet. Finde ich super. Trotzdem kommt also wenig raus. Hier kommt auch die entsprechende Menge rein. Ist nicht übertaktet, okay. Entweder übertakten die beide jetzt verdammt extrem. Nee, eigentlich müssen dann einfach nur schnellere Förderbänder rein. Ja. Sollte einen Hotkey geben fürs Entfernen. Fürs Entfernen von was? Items im Inventar. Einfach rausziehen. Ansonsten läuft jetzt eigentlich alles. Ich hoffe bloß, dass hier genug Rohre unterkommen, ey. Schrauben produzieren ja echt en masse. Was brauchst du jetzt noch für... Wo müssen jetzt noch bessere Förderplatten haben? Bei der Stangenproduktion. Also erstmal vom Eisen hier hoch ist einfach nicht so wichtig. Wir müssen erstmal von dem... von der vom Schmelzer zum Konstruktor... Nee, was denn? Müssen wir nicht, weil der produziert ja nicht genug. Ja, das, ja, weil du hier nicht genug. Aber du stehst mir weg. Weil du hier weil nicht ich genug. Hier nicht genug reinkrieg. Genau, deswegen muss ich hier doch, schneller. Doch, genug reinkrieg. Krieg ich. Ja, stimmt, der produziert plötzlich schnell genug. Jetzt könnte schnell genug produzieren. Wieso? Ich hab's mal auf 100. Ey, hast du wieder runtergestellt? Nee, der war die ganze Zeit auf 150. Bei mir backt der die ganze Zeit auf 100 zurück jetzt. Der stand aber schon die ganze Zeit auf 150, der hier. Das ist das Problem aktuell. Wir ja, müssen, das heißt, schneller geht's nicht. Wir müssen auf 150, auf 200 und 250 hoch. Und dafür brauchen wir aber eine andere Batterie. Ja. Das ist so korrekt. Nee, brauchen wir doch nicht. Warte kurz. Hab, glaube ich, eine Idee. Oder nee, habe ich doch nicht. Gut, aber was kann ich jetzt machen? Kabel ist alles, das ist alles. Mal gucken. Oh, okay, das läuft. Du wolltest uns so einen Skeletor machen. Ja. Machen, ja. Eventuell reißt sich gerade meine ganze Armee drauf. Ja, das brauchen wir sowieso nicht mehr. Eigentlich. Gut, was mache ich jetzt? Soll ich noch ein viertes Kohlekraftwerk bauen? Macht das Sinn? Dann habe ich auch keinen Stromausfall. Ja gut, mach mal. Ich will jetzt übrigens, die zwei Kisten bei der Ausrüstungswerkstatt sind jetzt fast voll mit Butter, Bohren. Also falls wir mal die brauchen. Hier ist noch drin. Alter, du übertreibst doch. Nächster Meilenstein. Activated. Brauchen wir? Wo oben hin? Noch ein bisschen was. Ein bisschen, ja. Wenn die Rotorenproduktion so weitermacht, dann brauchen wir jetzt dafür ein halbes Jahr. Ich habe eine zweite Werkbank hier bei der Ausrüstungswerkstatt gesetzt. Okay. Brauchen die nicht mehr Kabel? So,
jetzt baue ich mal weiter. Ich muss kurz einen Stromausfall machen. Stromausfall vermutlich. Nee, kein Stromausfall, Tatsache. Ganze 47 Kabel. Der ist eine Werkbank-Granat. Okay, wir haben jetzt 200 Energie, das sollte erstmal reichen. Ja. So, Kabel. 47 Kabel wurde hier. Wollen wir uns, Psycho, vielleicht dem hier widmen? Sieht dezent bescheiden aus. Was denn? Da hier Dinger, die zu den Manufaktoren gehen. Also du meinst das System hier vorne, ja. Da können wir weitere Schüsse Stapeldings nehmen, ne? Ich weiß nicht, wie die funktionieren. Du hast auf drei Ebenen kannst du da, glaube ich, Dings dran packen. Was genau? Fördermaß Stapelbar. Das Fördermaß. Ach, das? Ja, gute Frage, stimmt. So. Ich glaube, das ist genau so. Ach so, wie... wow. Einfach, man kann den hier machen. Was? Wow. Man kann das drauf stoppen. Wow. Und du kannst alleine sogar hochlaufen. Ich sag, das bringt uns hier nicht so viel. Doch, ich würde sagen schon. Na gut, wenn du. Denn? Wir könnten die hier rein theoretisch übereinander setzen. Ja, wir können die nicht übereinander reinlaufen lassen. Nee. Das heißt erstmal alles abreißen, oder? Ja, vor allem dein Input sowieso aktuell nicht passt. Okay, heißt nächster Umbau. Den Output von dem zum links lasse ich aber, ne? Zum Weltraumlift. Den Output, der ist gut, ja. So. Der kann sich kaum noch weg. Ich würde sagen, den Constructor den bauen wir auch nochmal um, wenn er fertig verarbeitet hat. Ich würde sagen, wir bauen hier alles um, was aus der Fabrik rausgeht. Ja, und die Eisenlinie wollen wir umbauen. Ja. Und die stört hier massiv. Hast du schon abgebaut? Ja. Ich wollte eigentlich erst eine produzieren lassen, aber gut. Bitte? Wo ist deine Kettensäge? Hab ich, warum? Oh, ich bitte einmal kurz. Okay, wo bist du? Hinter dir. Oh. Da. Gut, richtig. Ich würde sagen, du kannst hier auf jeden Fall stapelbar so ein bisschen bauen. Ah, und. Perfekt. Ja. Zack. So, jetzt, da besteht die Manufaktur jetzt komplett. Weil der Baum hier ist mir ein Ding im Auge. So. Okay. Ich würde sagen, den Beobachtungsturm stellen wir auch weg. Genau. So, weg ist er. Das Band kommt. Ah, hast du schon. Okay. Gut, Heiko, navigieren wir es. Ja, ich bin jetzt mal überlegen. Also, der Eisen-Input ist da hinten auf der Seite. Ich guck mal, ob ich gerade von innen irgendwas umbaue. Weil wir haben hier unten den Eisen-Input. Wir könnten den Eisen-Input eigentlich genauso gut hier hinsetzen. Ja. Irre. Ja. Ah, genau. Heiße bauen. Wände. Hier, genau, hier ein Input für die alten Dingens rein. Und da ist eine normale Wand hin. Nee, normale Wand, nicht die. So. Zack, genau. Verdammt bitte. So. Mehr kann ich nicht bauen, ich habe nicht genug. Ja, ich komme. Yes. Ich habe den Rest, ja. Versteckte Eisenplatten. Ja. Ich baue den Rest zu Ende. Gut, dann. Logistik. Mod 2. Du hast voll in die falsche Richtung gebaut, das weißt du, oder? Weiß ab, dann hast du es direkt im Inventar. Verstückt. Du musst nicht von hinten anfangen zu beginnen zum Bauen, weil sonst läuft das Pferd aber in die falsche Richtung. Wollen wir bei den Schrauben auch die doppelten nehmen? Wie? Doppelten? Doppelte Geschwindigkeit.
Was Förderband Teil 2? Es ist eine gute Frage, ne? Lohnt sich das? Also an sich bei den Schrauben auf jeden Fall, aber haben wir das Material dazu? Leg erstmal schon mal die Linien, die wir überhaupt brauchen. So. Aber ich würde sagen, wir bauen hier nachher mit Stapelbau, oder? Ja genau, wir brauchen vier Linien, nicht nur drei, ne? Ja, ich hab was falsch gesehen. Ja. Genau, die gehen beide rein. Wir müssen ja verdammt viel auf die Anschlüsse achten drin, ne? Weil ich habe nicht mehr so im Kopf, welcher Anschluss für was war. Welcher Ausgang war das? Ach, das hier war Input. Stimmt, Lager-Input ist das hier. Der Eingang hieß Lager-Input. Yep. Und oben, dann bin ich mir nicht mehr so sicher, welcher Anschluss was war. Tja, geh mal auf. Der eine obwohl, Schrauben, das sehe ich. Genau. Nee, stimmt, wir haben Schrauben, Stangen, Platten und leer. Verstanden? Das ist. Schrauben, Stangen, Platten, leer, stimmt. So, jetzt muss man natürlich gucken, was was braucht. Eiko, kannst du mich mal ganz kurz navigieren, dass das hier gerade zu dem Fenster da oben ist? Dass das okay. Zu dem Fenster gerade ist. So? Ja. Wo haben wir Eisenstangen? Oben. Okay. Du musst direkt aus dem Manufaktor, aus dem Constructor rausnehmen. Ja. Ja. Aber wir müssen da schon direkt dran. Warte. Wir müssen also noch ein Splitter vorhaben, das weißt du, ne? Mhm. Das heißt, hier kommt eine Kurve hin. Ich baue mal einen Splitter. Wo willst du den Splitter hinhaben? Meinst du? Mir ist das egal. Kriegen wir das hin, wenn ich den hier hinsetze? Warte, wo müssen Schrauben überall hin? An die beiden hier, oder? Eigentlich egal an welchen. Du kannst dir einen von den vier aussuchen. An die beiden, okay. Also auf jeden Fall entweder an einen von den beiden oder an einen von den beiden, ne? Mhm. Jeder von beiden Manufakturen braucht Schrauben. Also heißt an den mittleren. Heißt, ich baue mal einen Splitter. So. Meinst du, funktioniert so? Ja. Oh, aber die Folge ist auch schon nächste Woche vorbei. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like oder auch ein Abo da. Ja. Und sonst sagen wir ciao, tschüss. Und bis zur nächsten Folge, ne? Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.